bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt es einen Investment-Trading-Tipp. Ihr habt euch das ja gewünscht. Ich habe unter dem letzten Video gefragt, yo, soll ich eigentlich immer ein Video dazu machen, wenn ich in Spieler investiere? Und ihr habt ganz klar gesagt, ja, bitte immer ein Video machen und deswegen haue ich das jetzt für euch raus. Und ja, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, checkt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt rein mit den Investments. Und zwar habe ich schon investiert und zwar aber schon vor 3 Tagen ungefähr. Ich wollte am Anfang eigentlich kein Video dazu machen, weil ich mir halt nicht ganz sicher bin, aber ich habe mir gedacht, ich haue es einfach mal raus. Ich bin mir wie gesagt nicht ganz sicher, ob die Spieler wirklich steigen werden oder ob sie stark steigen werden, sage ich mal. Also ein bisschen werden sie natürlich steigen, aber ob sie wirklich heftig steigen, das weiß ich halt noch nicht, weil ich es halt noch nie selber ausprobiert habe. Also falls ihr mit investiert, dann bitte denkt immer daran, ihr seid selber verantwortlich dafür, also nicht im Nachhinein dann kommen und sagen, yo, du hast gesagt, wir sollen investieren und bla bla bla. Ich mache nur das, was ich denke. Und natürlich mache ich auch Fehler, also ich kann das natürlich auch nie zu 100% wissen, weil ich halt auch nie weiß, was in Zukunft passiert. Ist ja klar, also falls ihr investiert, müsst ihr das selber entscheiden, ob ihr da wirklich, also falls ihr investieren wollt, dann müsst ihr selber entscheiden, ob euch das Risiko, ob es euch das Risiko wert ist. Und ja, Freunde, dann starten wir jetzt direkt rein. Also hier haben wir zum Beispiel Konko. Also das ist ein Franzose aus der Calcio A, also ein Franzose aus der italienischen Liga. Und wir investieren auch in Franzosen, in Italiener aus der Liga. So, ich zeige euch das jetzt anders. Ich zeige euch zuerst, wieso wir in diese Spieler investieren. Das wäre natürlich taktisch gesehen klüger, wenn wir das so angehen. Also Foot Champions, da gehen wir rein und da kann man dann hier bei Zeitplan immer sehen, was als nächstes kommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wieso die Leiste jetzt nicht bis ans Ende geht. Irgendwas wird sich da, glaube ich, ändern, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist ja diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, die Weekend League ausgefallen. Und das hat aber eigentlich nichts damit zu tun. Auf jeden Fall sehen wir hier Daily Knockout und da können wir mit X auf Details gehen und da sehen wir dann, dass man hier Calcio A und Ligue 1 Spieler braucht und italienische und französische Spieler. Und um da eben natürlich eine gute Chemie zu bekommen, braucht man natürlich italienische Spieler aus der Ligue 1 und französische Spieler aus der Calcio A. Ich hoffe, das ist halbwegs verständlich. Also ich gehe davon aus, dass die Spieler steigen und sie sind auch schon gestiegen, aber ihr könnt, denke ich, schon noch investieren. Und ich zeige euch jetzt einfach, in welche Spieler ich investiert habe. Ich denke halt, dass sie steigen, weil man eben dann sein Team aus diesen Spielern zusammenbauen muss, um sich eben zu qualifizieren. Und das ist eben der letzte Tag, beziehungsweise halt die letzte Phase, in der man sich qualifizieren kann, bevor die Weekend League dann startet. Das heißt, wenn sich jemand nicht qualifiziert hat, dann ist er eigentlich dazu gezwungen, sich so ein Team zu bauen. Und dadurch eben auch fast gezwungen, sich diese Spieler zu kaufen. Also wir starten mit Niang, den habe ich für 1000 Münzen gekauft, der ist eigentlich noch nicht gestiegen, aber ist halt einfach ein Franzose aus der Calcio A. Dann gehen wir weiter zum nächsten Spieler, den ihr schon gesehen habt, und zwar ist das Konko. Und das ist ein Rechtsverteidiger und der ist einfach mal gestiegen. Also Rechtsverteidiger und Linksverteidiger steigen meistens mehr bei solchen Sachen. Also wenn ihr investiert, könnt ihr eher in Rechts- und Linksverteidiger investieren, weil die halt einfach schneller steigen bzw. höher steigen. Dann gehen wir weiter, da haben wir Motta. Den habe ich für 850 Münzen, glaube ich, waren es gekauft, oder nur 800 Münzen. Und der ist sogar auch schon ein bisschen gestiegen, wie ich hier gerade sehe. Der müsste so bei 1000 Münzen schon liegen. Also der ist auch schon ein bisschen gestiegen. Dann haben wir hier Biabiani, der ist natürlich auch ein bisschen gestiegen. Nicht wirklich, weil er halt sehr auf den Packs gezogen wird, weil der halt ein sehr, sehr niedriges Rating hat. Und ja, dann gehen wir weiter zu Evra, das ist halt wieder ein Außenverteidiger, da seht ihr schon, der ist schon 1200 Münzen wert, aber falls das dann wirklich kommt, also diese Phase, wo man diese Spieler braucht, die kommt ja erst und ich denke nicht, dass so viele darauf achten, also was als nächstes kommt, das denke ich eigentlich nicht, deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Spieler dann noch ein bisschen steigen werden, dann hier nochmal Motta. Dann Niang, Evra nochmal hier, wen haben wir noch, Niang nochmal, Biabiani nochmal, Kondogbia habe ich noch als neuen Spieler. Kondogbia ist halt wieder ein Franzose aus der Calcio A, der ist nicht wirklich stark gestiegen, also in den könnt ihr sicherlich noch investieren. Ich habe ihn für 750 gekauft, der war hier gerade bei 900 circa. Und ja, Freunde, das ist eigentlich auch schon der Trading-Tipp gewesen. Und ich habe euch jetzt ein paar Spieler gezeigt. Ich würde euch aber raten, eher in andere Spieler zu investieren. Also jetzt nicht genau in dieselben, sondern eher in so Non-Rare-Gold-Spieler. Also in so Außenverteidiger-Non-Rare-Gold-Spieler. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Zum Beispiel einen rechten Verteidiger aus der Calcio A, der Franzose ist. Da gibt es eigentlich nur Konko. Deswegen ist es intelligent, in Konko zu investieren.
Ich kann aber nicht mehr versichern, dass die Spieler eben noch heftig steigen werden, aber es kann sein. Also ihr könnt gerne mit investieren, wenn ihr wollt, müsst ihr natürlich nicht. Und ja, Freunde, falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt zu diesem Trading-Tipp, dann schreibt mir die jetzt in die Kommentare rein, ganz, ganz wichtig, damit ich das auch beantworten kann. Vielleicht beantworte ich das auch in einem Extra-Video, wenn es zu viele Fragen sind. Ansonsten antworte ich einfach per Tastatur, also ich hau euch da einfach einen Text raus, dass das dann eben beantwortet ist. Und ja, Freunde, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ihr könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen, falls es euch gefallen hat. Und checkt auch gerne noch den ersten Link in der Beschreibung ab. Und dann war es das von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich versuche, dass in den nächsten Tagen wieder weitere Trading-Tipps kommen und auch vielleicht ein YouTube-Stream. Und dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon immer: Ciao, Leute, FIFO Stars.